ein TNT-Fass. Schön, dass sich die Kamera so toll gedreht hat. Ich habe nämlich nichts gedrückt. Machen wir es auf die Art und Weise. Ich hab nicht alle Edelsteine. Brab. Rubek. Oder so. Mein Auge juckt. Ich muss da gerade kratzen, tut mir leid. Also was heißt kratzen? Ich muss es anfassen. So. Sparks. Hier im Level ist auf jeden Fall nichts mehr. Das heißt. Ach stimmt, die Vase habe ich vergessen. Da habe ich das letzte Mal mit angefangen mit der Vase. Aber irgendwie ist mir die dann. Die habe ich dann. Habe ich nicht mehr dran gedacht und. Ja, ne? Habe ich mit angefangen und vergessen, dass die existiert. Da war ich zu sehr mit dem Typen beschäftigt, der in der Felswand drinne hing. Der sich da reingebackt hatte. Oh, das war knapp. Okay. Einmal drehen. Warum hat das von der anderen Seite keinen Eingang? Ich sag nicht, weil da das Level Ende ist. Das hätten die auch woanders hinstellen können. Sind die Türen jetzt eigentlich noch alle offen? Ich habe gerade ein Sandwich gegessen, war sehr lecker. Käse und Pute und Salat und Remoulade. Richtig. Ach, guck mal, da ist sogar noch eine Kiste, die ich vergessen habe. Habe ich nicht gut recherchiert. Ist das Ende? Nee, ich glaube, da ist noch nicht das Ende. Ah, da ist das Ende. Ganz am Anfang, wo wir angefangen haben. So, bitte lass das alles sein. Einen Gegner hier habe ich ja nicht getötet. Doch. Ist das normal? Da konnte man sich doch mal bewegen, oder? Ach, da oben! Wie komme ich denn da hin? Von da oben bestimmt. Und wie komme ich da hin? Ah! Hier bin ich auch noch nicht lang gegangen. Da habe ich bestimmt gesagt, von wegen, ja. Mache ich erstmal das andere fertig und dann gehen wir da hoch und dann habe ich das auch wieder vergessen. Eieieiei. Da ist noch ein Ei. Das hat richtig viel gefehlt hier, ey. 500 von 500 ist schön. Und Madison. Gut, dann verlassen wir das Level jetzt einfach. Ich hoffe, dass das... Ja, das geht noch. Das ist gut. Nicht, dass das dann heißt, ja, du hast es verlassen und du... Lässt alles da, was du gefunden hast. So, das heißt, wir müssten jetzt eigentlich hier soweit alles haben. Gartenstadt, ja. Super. Dann können wir ja wieder weiterreisen.
Dann wieder Richtung Abendsee. Ich bin schon überlegen, was wir da für ein Level machen. Ich glaube, wir machen direkt das eine Level. Das Kack-Level. Kack-Drecks. Kack-Level. Dann ist es nämlich weg. Und zwar hier Zugspitze oder was ist das? Weiß nicht, wie das heißt. Hier, das hier. Frostaltar. Das mag ich nicht so gerne. Vor allem, weil da auch wieder Bentley drin vorkommt. Den mag ich nicht. Wie man vielleicht schon festgestellt haben könnte. Willkommen im Frostaltar, Spyro. Im Namen der Eiselfen möchte ich dir für die Dauer deines Aufenthalts in unserer Welt eine Spezialfähigkeit verleihen. Hau raus. Jetzt haben wir Eisatem und wir können jetzt Eisleute einfrieren. Wir sind der Eismann. Wir bringen leckere Sachen. Für sehr teures Geld. Aber ich glaube, Bofrost ist noch teurer, oder? Ich glaube, Bofrost ist teurer als Eismann. Trotzdem sind die alle sehr unglücklich. Also ich mag die alle nicht. Ja, läuft bei dir. Irgend so ein Bär hat uns ein Laserabwehrsystem verkauft, um uns vor den Rhinoxen zu schützen. Aber mit diesen Flossen kann ich es nicht mal einschalten. Du hattest sicher keine Probleme. Geh einfach rein. Wenn du fertig bist, drück die Dreiecktaste und geh einfach wieder raus. Vor allem, weil unsere komischen Pfoten ja auch genauso, also viel hilfreicher sind als seine Patscheflossen da. Wie hieß du überhaupt? Ich will wissen, wie du heißt. Vielleicht könntest du mit dem... So. Ja. So, und wieder raus. Jetzt können wir hier weitergehen. Machen wir dich erstmal kaputt. Kaputski. Ach, diese komischen hier, wie heißen die denn? Schneemänner. Kommen hier auch noch drin vor. Mann! Immer gleiche hier. Immer gleiche Mist. Ah, da vorne ist der Schneemann. Der Einhorn-Schneemann. Ich weiß nicht, ob das einen Könnerpunkt gibt, wenn wir alle Dinger kaputt machen. Eustachio und ich haben um die Wette Schneemänner gebaut, als die Zauberin auftauchte und sie mit einem Zauberspruch zum Leben erweckte. Seitdem trampeln sie hier herum, errichten Eismauern und machen nur Ärger. Das spricht so lustig, Ernest. So, und damit müssen wir den schmilzen. Das finde ich cool. Plöpp. Es wäre leicht, an diesen Schatz ranzukommen, wenn du etwas zum Draufstellen hättest. Wie heißt der? Eustas. Ich kann das nicht lesen. Eustas. Komischer Name. Ja, da können wir auf jeden Fall Ihmchen hier direkt für benutzen.
Wo bist du? Tore. Elefantenviecher. Musik ist gut an dem Level, aber ansonsten mag ich es nicht. Obwohl ich Schnee mag. Okay, machen wir ihmchen hier erstmal platt. Das Problem ist, dass mein Bildschirm hier so verpixelt ist. Und ich den nicht mehr so ganz genau sehe. That is the problem. ich mache erst das Level fertig. Ich drücke mich davor, ich weiß, aber ich habe halt keine Lust da drauf. Guck mal, das... Nee, geht nicht. Gibt's dafür einen Könnerpunkt, wenn wir die kaputt machen? Also hiermit? Plöpp. Auf jeden Fall, die werden nicht kleiner, sondern werden angekokelt. Ich wüsste nicht, warum das hier sonst rumstehen soll. Kommen wir da oben hin? Ja, kommen wir. Oh, nee, habe ich jetzt keine Lust drauf. Das dauert mir zu lange. Ja, so hier unten alles einsammeln. Haben wir ja ein bisschen was verdient hier. Hier ist, glaube ich, schon das Ende. Geldsack ist da. Gibt's denn noch ein extra Level? Ach, das mit den Katzen, ne? Was ist das mit den Katzen? Sag mal, Spyro, du bist doch ein Sportfan, oder? Wie du wahrscheinlich weißt, ist Frostaltar die Geburtsstätte des großartigen Sports Katzenhockey. Das heutige Spiel ist ausverkauft, aber ich habe zufällig eine Karte über, die ich dir für, sagen wir, eine winzige Summe verkaufen würde. Sagen wir, 500, yo. Geh nur rein, Spyro. Es dürfte ein spannendes Spiel werden. Ich habe sogar eine kleine Wette auf das Renox-Team abgeschlossen. Hoffen wir mal, dass die Heimmannschaft nicht in der letzten Minute noch einen Unfall hat. Auf jeden Fall, da möchten wir noch nicht rein. Das machen wir als allerletztes. So, wir müssen ja gleich auf jeden Fall noch einen Hochseilakt vollführen, wenn ich das mal so nennen darf. Auch jetzt schon. Ich dachte, wir müssten erstmal einen anderen Weg gehen. Unfassbar. Wenn sowas hier noch machen muss, ey. Jasper. Nee, da kann man nicht lange. Ich gehe erstmal hier hin. Wahrscheinlich muss ich jetzt doch nochmal da hoch. Weil man anscheinend doch da lang laufen kann, oder?